einfach über den Häusern der Stadt dahingleiten und den Alltag von sich schieben. Nichts tun, an nichts denken, sondern einfach nur genießen und schauen, wohin der Wind einen treibt. In Magdeburg waren wieder einmal Ballonmagie-Tage und die Menschen strömten zu Tausenden auf das Buga-Gelände. Bei guter Laune, Showprogramm und Musik wurde jeder einzelne Ballon lautstark verabschiedet, der sich in die Lüfte hob. Ein Riesenspektakel, denn geboten wurden die irrsten Farben und Formen. Wer genau hinsah, erkannte neben den normalen Ballonformen auch Eistüten und Container, die sich auf dem großen Rasenareal ihren Startplatz suchten. Dann ging es los und 20 Ballons durften in den Sonnenuntergang fahren. Angst hatten die Fluggäste keine. Brauchten sie auch nicht zu haben, denn die Piloten konnten mit Witz und Charme selbst das kleinste Unmutsgefühl wegpusten. Ach, das fing bei mir an. Ich bin mal hinterhergefahren, mal mitgefahren und irgendwann hatte ich dann auch Spaß an der Sache und habe dann mit der Ausbildung angefangen und ja, seitdem fahre ich Ballon. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Ach, da muss man viel Zeit mitbringen. Ist halt wie bei jedem Luftsport alles mit viel Zeit verbunden. Wenn man viel Zeit hat, ein Jahr ungefähr. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ach, eigentlich schon seit 20 Jahren. Ja. Und wie vielte Mal hier in Magdeburg jetzt dabei? Jetzt zum dritten Mal und ich muss sagen, Magdeburg ist immer toll. Trotz Regen kam es dann am Samstag zum großen Showdown. Die Ballons wechselten sich im Takt der Musik mit dem Leuchten ab und wurden mit großen Augen, Faszination und Beifall vom Publikum belohnt. Aus der Redaktion von MDF1 hatten schon am Donnerstag einige Auserwählte das Glück, eine Fahrt mitzumachen. Zusammen mit anderen Ballons schwebten wir über den Dächern unserer Heimatstadt und Umgebung und genossen den wundervollen Ausblick.